So, herzlich willkommen zum Video. Wir haben uns ja schon mit dem Thema mehrfach Nullstellen auseinandergesetzt. In diesem Video geht es jetzt darum, wie man zum Beispiel feststellen kann, ob eine gegebene Nullstelle, na, zum Beispiel x0 gleich 2, na, ob das jetzt eine Mehrfach-Nullstelle ist oder ob es eine Einfach-Nullstelle ist. Und zwar wollen wir das mit Hilfe des Horner-Schemas bestimmen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir stellen uns vor, wir würden jetzt ein gegebenes Polynom, zum Beispiel f von x, x hoch 4 minus 4x hoch 3 minus 5x Quadrat plus 36x minus 36. So. Wir stellen uns vor, wir würden dieses Polynom jetzt einfach mit Hilfe des Horner-Schemas an der Stelle x0, also um die Stelle x0 entwickeln. Ja? Auch hier nochmal zur Auffrischung: Entwickeln bedeutet immer, das ist immer das Verfahren, mit dem man ein Polynom in eine, also in dem Fall ein Polynom, in eine Form bringt, in der man dann genaue Aussagen über beispielsweise über das grafische Verhalten des Polynoms in einem Koordinatensystem machen kann. Wir stellen uns jetzt vor, wir würden jetzt einfach dieses Polynom mit Hilfe der Stelle x0 entwickeln und dann passen wir immer auf, wo überall jetzt hier der Rest 0 wird. Die Anzahl der Stellen, wo der Rest 0 wird, ja, das ist dann die Anzahl der Nullstellen. Da können wir sagen, wir haben eine Einfach-Nullstelle oder eine Zweifach-Nullstelle oder was auch immer, eine Kade-Nullstelle etc. Wir starten also unser Horner-Schema. Die Koeffizienten hier tragen wir ab. Hier also 1, hier minus 4. Achtung, immer auf das Vorzeichen achten. Da entstehen die meisten Fehler. 36 und hier minus 36. So, in dieser Spalte hier, werden wir später den Rest erhalten. Wir haben, wie gesagt, Stelle x0. Da wissen wir, x0 ist schon mal eine Nullstelle. Uns geht es jetzt allerdings darum, was ist es für eine Nullstelle? Wir wissen hier, die 1 können wir hier direkt übernehmen. Da rechnen wir hier 1 mal 2 ist 2. Ja, plus minus 4, das sind dann minus 2. Minus 2 mal 2 sind minus 4. Na, plus und minus ist minus, das sind dann minus 9. Minus 9 mal 2 sind minus 18. Plus 36 sind dann 18. Und 18 mal 2 sind 36. Plus minus 36 sind 0. So, das wäre jetzt R0. Das heißt, hier wissen wir schon mal, das wäre jetzt schon mal, wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden, könnten wir hier schon die Aussage fällen, es ist mindestens eine Einfach-Nullstelle. Jetzt führen wir das Ganze aber weiter. Diesmal geht es jetzt weiter nur mit diesen Koeffizienten hier, denn das hier ist ja der Rest. Wir starten jetzt also ein neues Horner-Schema, diesmal mit diesen Koeffizienten, also 1, minus 2, minus 9 und 18. Hier steht dann später wieder der Rest, in dem Fall R1. X0 ist mit 2 gegeben, die 1 können wir wieder übernehmen. 2 mal 1 ist 2, plus minus 2 ist 0. 0 mal 2 ist 0. Ja, plus minus 9 ist minus 9. Minus 9 mal 2 ist minus 18. Plus 18 ist 0. Ja, das bedeutet, hier haben wir dann schon R1, ja, und das ist 0. Wir starten jetzt ein neues Horner-Schema, diesmal wieder nur mit diesen Koeffizienten hier. Ja. So. Das war etwas ungeschickt geschrieben, Entschuldigung. Also, wir starten jetzt hier wieder neu. 1, die 0, minus 9. So, hier wieder x0 ist gleich 2. Das hier unterstreichen wir. Die 1 können wir übernehmen. 2 mal 1 ist 2. Plus 0 ist 2 und 2 mal 2 ist 4. Plus minus 9 ist minus 5. Und an dieser Stelle können wir dann schon Stopp machen, denn uns geht es darum, die Stellen, wo überall der Rest 0 ist. Und sobald wir jetzt hier an eine Stelle kommen, ja, zum Beispiel diese hier, wo jetzt
der Rest eine Zahl ist, ungleich 0, ne, können wir die Sache hier beenden und können dann hier die Anzahl der Stellen, wo wir den Rest 0 haben, können wir zusammenzählen. Das sind jetzt hier zwei Stellen. Dementsprechend können wir sagen, dieses Polynom hat an der Stelle x minus 0, ja, also x minus 0, Quatsch, x minus 2, Entschuldigung, x minus 2, diesen Term hier bezeichnet man dann auch als Linearfaktor. An dieser Stelle haben wir eine zweifache Nullstelle. So. Das Ganze können wir auch beweisen hier. Das mache ich einfach mit dem Programm Graph. Das ist ein kostenloses Programm. Finden Sie auf meinem Kanal auch ein Anführungsvideo dazu. Da gehen wir jetzt einfach hin und plotten diese Funktion mal. Und dann werden wir auch sehen, ob wir das Ganze richtig angewendet haben. Also x hoch 4 minus 4x hoch 3 minus 5x Quadrat plus 36. Hoppla, da habe ich mich verschrieben. Hier müsste stehen plus 36x, sehe ich gerade, minus 36. Ja. Also hier habe ich einen Fehler gemacht. Entschuldigung, hier müsste plus 36x noch stehen. Ne? So. Dann sehen wir hier, wir haben ja gesagt, die Stelle 2 ist eine Doppelnullstelle, und das sehen wir auch hier. Denn an einer Doppelnullstelle berührt der Graph nur die x-Achse. Bei einer einfachen Nullstelle, wie zum Beispiel hier bei minus 3 oder bei 3, schneidet der Graph die x-Achse. Bei einer Dreifach-Nullstelle hätten wir eine sogenannte Sattelstelle. Das heißt also, hier würde der Graph im Prinzip auf der x-Achse drauf sitzen, ja, wie wenn er auf einem Stuhl oder auf einem Sattel halt sitzen würde. Wenn wir jetzt hier wir könnten jetzt zum Beispiel das Ganze hier auch noch für dieses Polynom zum Beispiel mit der Stelle x0 gleich 3 hier zum Beispiel starten, ne? Dann hätten wir hier nur an einer Stelle den Rest 0, ne? Weil das halt eine einfache Nullstelle ist. Wenn wir es mit minus 3 starten würden, hätten wir dann auch hier nur an einer Stelle hier 0, ne? Den Rest 0, weil es auch hier nur wieder eine einfache Nullstelle ist. Das ist die Möglichkeit, wie Sie hier mit Hilfe des Horner-Schemas überprüfen können, ob eine gegebene Nullstelle überhaupt eine Mehrfachnullstelle ist und wenn ja, was genau es für eine Mehrfachnullstelle ist. Ja, zum Beispiel, ob es eine einfache Nullstelle ist, eine zweifache, eine dreifache, eine vierfache, eine n-fache, ne? Und so weiter. Entsprechend müssen Sie hier dann natürlich verschiedene Durchläufe starten. Das machen Sie dann, wie gesagt, so lange, bis dann hier auf einmal der Rest ungleich 0 ist. Ja, also zum Beispiel wie in diesem Fall hier minus 5. Und bis zu diesem Punkt addieren Sie dann hier die ganzen Stellen, wo der Rest 0 ist, zusammen. Und das ist dann die Anzahl der Nullstellen. Ja? Okay, das Video ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist das auch kein Problem. Dann können Sie sich über Facebook bei mir melden. Meine Facebook-Seite finden Sie in der Beschreibung des Videos. Sie ist aber auch normal im Kommentarfeld verlinkt. Ja. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.